So, jetzt ist der Nachbar bei dem Wetter noch am Rasenmähen, auch klasse. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video möchte ich gemeinsam mit dir ein cooles Produkt analysieren und dir gerne meine Erfahrungswerte teilen, die wir bereits mit diesem Produkt gemacht haben. Wir werden dabei das Produkt besprechen, das ihr vielleicht alle kennt, war in Amerika sehr im Hype, war auch in Deutschland, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr im Hype und dabei handelt es sich um diesen Rückenstabilisierungshalter. Mehr erfährst du nach dem Intro. Also, wir haben ja gesagt, diesen Rückenstabilisator, den kennt ihr vielleicht alle. Ich habe jetzt leider keinen hier. Ich bin jetzt zum ersten Mal zu diesem Video mal in meinem Homeoffice bei mir zu Hause. Und bei diesem Rückenstabilisator ging es ja um ein Produkt, was man sich irgendwie um den Rücken schneidet und was den Rücken gerade macht. Ich glaube, ich muss das Produkt nicht wirklich großartig erklären. Es kennt jeder von euch und wir haben es auch verkauft. Und ich glaube, das ist das erste Video, wo ich euch einfach mal einen Shop von uns zeige, den wir dieses Jahr gelauncht haben, aber auch mittlerweile wieder vom Markt genommen haben, weil das Produkt halt einfach nicht mehr funktioniert mittlerweile. Wir werden in diesem Video, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir hier gemeinsam besprechen werden, werden wir insgesamt 5-6 Fragen beantworten. Frage Nummer 1, wie viel Umsatz wurde mit diesem Online-Shop generiert mit nur einem einzigen Produkt? Frage Nummer 2, wie viel Gewinn in welchem Zeitraum wurde generiert? Frage Nummer 3, was ist so die ungefähre Marge? Frage Nummer 4, wie sahen die Facebook-Ads aus und welche Strategien wurden gefahren? Und Nummer 5, wird dieses Produkt aktuell noch verkauft? Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, wir hauen rein und begeben uns jetzt gleich direkt an den Laptop. Wir präsentieren Comfortis Posture, die komfortable, federleichte Stütze, die Haltungsschäden unmittelbar korrigieren und Sie gleichzeitig von Schmerzen befreien könnte. Alles, was Sie dafür tun müssen, legen Sie die Gurte über Ihre Schultern und sichern Sie den Verschluss in der Mitte. Sie werden sofort eine Veränderung bemerken. Ich habe mich mal direkt eingeloggt hier bei uns in unseren Shopify-Account und hier oben seht ihr auch schon die Webseite. Backfit ist die Seite. Also wie gesagt, wir wollen hier heute mal nichts verheimlichen. Ich werde das Ganze jetzt auch nochmal, ich mache jetzt einfach mal, ja, kann man das irgendwie aktualisieren? Ich aktualisiere das Ganze jetzt einfach mal für euch, damit ihr auch seht, dass es wirklich echt ist. Wir nehmen jetzt mal den 1. Januar 2019 bis heute, damit ihr mal seht, ungefähr wann wir gestartet sind. Und wenn du jetzt hier schon mal genau siehst, siehst du auch, dass wir hier roundabout, was ist das, Mitte April ungefähr gestartet sind und dann hier so ja Mitte Oktober den Shop offline gesetzt haben, beziehungsweise die Werbung offline geschaltet haben. Also, wie du siehst, haben wir, wir rechnen mal ab April, dann Juni, Juli, nee, gar nicht. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Das heißt, sagen wir mal 6 Monate, 6 volle Monate lief dieser Shop und in 6 vollen Monaten haben wir nur, in Anführungsstrichen, 48.660 Euro Umsatz generiert, was für meine Verhältnisse, muss ich ehrlich gestehen, sehr, sehr, sehr wenig ist. Und das ist jetzt das Produkt, was wir verkauft haben, also diesen Rückenstabilisator. Und das sind so die Zahlen, die wir dabei rumgekommen sind. Wie ihr seht, haben wir insgesamt knapp 50.000 Euro generiert. 1.200 Euro kamen dadurch mit Upsells zugange. Eine Conversion Rate von nur 2,3%, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr, sehr wenig ist. Und das Produkt ist mittlerweile nicht mehr auf dem Markt. Also, kurz vielleicht einmal vorweg, warum haben wir dieses Produkt verkauft? Ich denke mal, die Antwort darauf ist ganz, ganz, ganz einfach. Und zwar ist die Antwort letztendlich nur, man hat halt versucht, diesen Trend, der in Amerika war, zu folgen und hat die Werbeanzeigen auch in Amerika gesehen und hat gedacht, okay, versuchen wir das Produkt nochmal nach Deutschland zu bringen. Und zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, war das Produkt allerdings schon sehr stark in Deutschland vertreten. Aber nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir wollen uns trotzdem mal versuchen, in diesem Markt zu positionieren und haben es dann auch letztendlich, ehrlich gesagt, auch geschafft, wie man an den Zahlen ja sehen kann, dass wir hier ein bisschen Umsatz gemacht haben. Allerdings nicht das, was wir uns so wirklich erwartet hatten. Also es war in meinen Augen schon ein Winning Product auf jeden Fall, ja. Allerdings nur für einen sehr, sehr, sehr begrenzten Zeitraum. Und das finde ich meiner Meinung nach immer sehr, sehr, sehr schade. Grundsätzlich hat sich das Produkt gut verkauft, muss man sagen. Man hat ein bisschen Umsatz gemacht über die Monate, am Anfang natürlich mehr. Und dann so ab Juli kann man sagen, ist das Ganze so ein bisschen runtergefallen und hat sich abgespeckt. Mittlerweile haben wir das Produkt komplett vom Markt genommen. Hat auch nur einen einzigen Grund, weil, wie gesagt, es verkauft sich nicht mehr gut
Und wenn die Werbekosten nachher später höher werden als die Produktkosten, dann ist das natürlich auch nicht Sinn der Sache. Und von daher muss man dann sehen, dass man da irgendwo abspeckt und sich dann natürlich ein neues Produkt sucht oder eben mit einem anderen Shop irgendwie startet. Ja, das ist ja nur einer von 8 Shops, die wir insgesamt haben. Insgesamt haben wir 8 Online-Shops und weltweit sind wir auch vertreten, beziehungsweise europaweit, dann kommen wir so auf etwas über 20 Online-Shops. Deswegen muss ich persönlich sagen, ist es für mich jetzt kein Verlust, diesen Online-Shop offline zu stellen, weil es ist jetzt nicht so, dass wir mit das Ding jetzt unser Leben festhält, sage ich mal, sondern das war einfach nur nochmal so ein Projekt, wo wir einfach mal testen wollten, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Am Anfang hat man dann auch natürlich sehr schnell gemerkt hier, okay, das funktioniert tatsächlich, das Produkt, aber dann im Laufe der Zeit hat man halt gemerkt, okay, die Verkaufszahlen gehen runter, die Ad-Kosten steigen und das ist natürlich letztendlich auch nicht Sinn der Sache. Grundlegend kann ich euch sagen, wir hatten ja gesagt, wir wollen die Frage, was bleibt an Gewinn übrig, auch noch klären. Und da kann ich euch sagen, wir rechnen hier bei diesem Produkt aufgrund der Retourkosten, weil wir hatten hier extrem hohe Retourkosten bzw. Retouren, was damit zusammenhängt, dass wir hier zu viele Größen angeboten haben. Also wir hatten XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL und ich denke mal bei 7, 8 Größen ist es viel zu viel und dann ist die Retourenquote natürlich höher. Und von daher ist hier die Gewinnmarge letztendlich nur ungefähr bei 16% geblieben. Das heißt, wenn ihr jetzt von 48.000 bzw. den Umsatz, den ihr hier seht, 17% ungefähr runternimmt, dann wisst ihr ungefähr, was wir damit innerhalb von den paar Monaten verdient haben. Also nicht wirklich viel, wenn man das so sehen will, für unsere Verhältnisse sehr, sehr wenig. Und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze mit euch teilen möchte, weil ich finde, persönlich gerade so das ganze Thema, was Unternehmertum angeht, es ist halt meistens immer so, dass die Leute immer nur das zeigen, was auch wirklich funktioniert, aber niemals die Rückschläge zeigen, um nicht zu zeigen, ich bin irgendwie ein Versager oder sonstiges. Und genau das möchte ich euch einfach mal mit euch teilen, dass wir halt mit diesem Shop halt einfach nicht durch die Decke gehen konnten. Und ich denke, das ist für viele andere, die diese Zahlen sehen, oh, 50.000 Euro, ist das wahrscheinlich jede Menge Geld. Auf jeden Fall, es ist auch viel Geld, das will ich gar nicht abstreiten. Aber aus unternehmerischer Sicht her muss ich sagen, ist es wirklich nicht viel und es ist ein Schlag nach hinten gewesen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich ein bisschen was mitgenommen an Gewinn, aber wenn man das wiederum in die Zeit umrechnet, die man investiert hat, kommt man da bei plus minus null meiner Meinung nach ungefähr raus. Ja, weil für mich ist Zeit immer noch wichtiger als Geld. So viel erstmal dazu. Ich möchte in diesem Sinne auch immer ganz ehrlich zu euch bleiben. Schauen wir uns jetzt mal so ungefähr die Facebook Ads an. Was haben wir gemacht? Wie sah das Ganze aus? Ich habe jetzt generell mal die gesamte Laufzeit hier angeschaltet und hier sehen wir auch, dass wir hier 19.04. gestartet sind und 20.11. habe ich jetzt einfach mal ausgewählt als Enddatum. Das war aber ja, wie ihr anhand der Daten sehen könnt, nicht das richtige Enddatum. Insgesamt haben wir hier jede Menge Käufe, die zustande gekommen sind. Etwas, ja, ungefähr 1500 Käufe, die wir hier haben. Und davon Retargeting läuft bis heute noch, sehe ich gerade. Okay, deswegen schmeißt du mir auch das Datum raus. Und was wir hier letztendlich gemacht haben, ist, wir haben eine PPI angeschaltet. Wie man eine PPI baut, habe ich euch ja schon in einem weiteren Video erklärt, wo es nur um Facebook Ads geht. Und diese PPI-Kampagne haben wir dann letztendlich auf eine Purchase-Kampagne umgebaut, die auch die ganze Zeit lief. Das heißt, wie ihr seht, haben wir in dem gesamten Zeitraum wirklich nur mit dieser einen Kampagne wirklich gearbeitet. Diese Kampagne war letztendlich die Kampagne, die den ganzen Umsatz letztendlich gemacht hat. Und hier sieht man aber auch schon natürlich, was wir alles gemacht haben in dieser Kampagne. Wir haben hier Lookalikes getestet mit den Video-Views. Wir haben hier Broad getestet, also ohne Targeting haben wir hier getestet. Facebook und Instagram, automatische Platzierung, Facebook, Instagram. Also immer wieder was Neues getestet. Und wie ihr seht, mussten wir so oft wirklich duplizieren, weil dann entweder die Daten nicht mehr da waren oder weil es irgendwie in den Keller gegangen ist oder weil man skalieren wollte. Also ganz oft mussten wir hier tatsächlich was duplizieren. Das war so unsere Strategie, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, das Produkt ist wirklich nicht mehr so im Hype, es wird nicht mehr oft gekauft und das muss man dann halt manchmal auch wirklich tatsächlich akzeptieren. Und in diesem Falle haben wir es auch akzeptiert, das Produkt funktioniert mittlerweile nicht mehr. Und ihr seht auch, was wir hier insgesamt an Ad-Kosten reingesteckt haben, 17.500 Euro. Ich denke, das ist auch jede Menge Geld, die haben wir einfach mal in dieses Produkt reingesteckt. Ja, das wollte ich euch in diesem Video nur einmal so ein bisschen mitteilen, dass ihr mal seht, was hier
ungefähr möglich ist und dass man mal auch mal mit so ein paar Rückschlägen, sage ich mal, so ein bisschen verkehren sollte oder sich damit zurechtgeben sollte. Und ich persönlich, wenn ich einen Rückschlag erleide, ich meine, das ist jetzt kein Rückschlag, wo ich sage, okay, ich bin jetzt weg vom Radar, bei mir klappt es nie wieder, auf gar keinen Fall. Es ist mehr so ein Rückschlag, wo ich einfach akzeptiere, okay, das Produkt funktioniert nicht. Jetzt vor exakt 7 Tagen haben wir einen komplett neuen Online-Store erstellt. Wirklich komplett neu mit einem einzigen Produkt, also ein One-Product-Store, und haben jetzt innerhalb von 7 Tagen wieder 17.000 Euro Umsatz gemacht. Und da muss ich sagen, habe ich wieder ein Winning-Product gefunden. Aus Zufall, als ich in Utrecht war, in den Niederlanden, habe ich ein bisschen Urlaub gemacht, beziehungsweise war ein bisschen Bootfahren mit meiner Freundin und habe dann aus Zufall dieses Produkt gesehen in einem Laden und habe ich gesagt, boah, das ist es, das verkaufen wir, zack, umgesetzt, fertig. Ja, Freunde, das wollte ich euch mit diesem Video sagen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen kurzen Einblick hier in diese Materie geben. Gib mir doch gerne in den Kommentaren mal ein paar Feedbacks, was du gerne als nächstes sehen möchtest. Und vor allem erzähl mir mal, was so deine Einschätzungen sind zu diesem Produkt. Kennst du dieses Produkt schon? Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören, und verbleibe mit freundlichen Grüßen.